Hallo meine lieben YouTuber, ja und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja meine Lieben, ihr seht, ich bin draußen in der Natur, wieder mit meinem Schätzchen unterwegs. Ja, und ja, es ist super schönes Wetter. Wir haben heute 23 Grad, Leute, das ist so, so heftig. Und heute sind echt viele unterwegs, also Leute mit Fahrrädern, Motorrädern. Ich habe schon jede Menge gesehen und ja, es ist auf jeden Fall viel los heute. Und ich wollte euch jetzt auch mal wieder an einen neuen Ort mitnehmen, den ihr auch noch nicht gesehen habt. Und ja, ich stehe hier gerade an einer eigentlich sonst sehr gut befahrenen... hier ist ein Tier. An einer sehr gut befahrenen Straße. Also seht ihr jetzt wahrscheinlich auch im Hintergrund da. Und wenn ich jetzt hier rüber schwenke, dort ist die Autobahn. Ja. Und ja, wir begeben uns jetzt aber an einen schönen Spazierweg. Ja, ich nenne es mal so. Und sind jetzt hier auf dieser Seite. Tadao, im Naturschutzgebiet. Ja. Und ich finde es natürlich wieder mega schön. Es ist richtig, richtig schön grün schon geworden. Und ja, ich schwinge mich jetzt mal aufs Bike hier. So, tschüss. Und dann geht's mal los für uns. Ich habe meinen Fahrradhelm eben schon abgenommen, Leute, weil es war so warm. Und boah, fühlt sich an, als hätte ich... ein Tier im Auge, ist aber nicht. Ja, es ist echt mega. Es ist wie so richtig ein Sommertag im April. Und morgen soll es auf jeden Fall gar nicht mehr so schön sein. Das ist sehr, sehr schade. Aber schaut mal, Leute. Dieser Weg und dann hier so an der Seite. Alles Wald, Wald und da oben... strahlend blauer Himmel, ja, und ich wieder unterwegs. Ja, aber es ist echt voll, voll schön. Und ich bin hier ja auch noch nicht mit euch gewesen und generell ist es schon, das sieht aus wie so ein Trail. ja. Oh, schaut mal, Leute. Auf jeden Fall bin ich hier schon länger nicht gewesen. Und da gehen wir jetzt mal gerade runter. Ich stelle mein Bike mal hier ab. Steht es? Ja, der steht. Seht ihr das? Also hier ist Wasser und dann ist hier so ein Vorsprung, wo man dann drauf gehen kann. Das machen wir jetzt mal. Ich habe übrigens auch, ihr seht, ich habe ein kurzes Hösler an und ich gehe mal hier rüber. Ja, so. Endlich, Leute, endlich. Schaut mal. Voll schön, oder? Und dann können wir hier drauf gehen. So. So. Ja. Und können richtig schön hier so in der Sonne sitzen, die Natur genießen. So lässt sich aushalten, oder Leute? Ich schicke euch jetzt einfach mal diesen Sonnenschein und diese Natur rüber, das Vogelgezwitscher. Ja, ist echt richtig toll hier. Auch im Sommer jetzt so, also wenn es richtig heiß ist, noch wärmer als jetzt, kann man hier so voll schön in, so ins Wasser gehen oder auch so mit den Füßis oder so ein bisschen auf jeden Fall. Ja, ist echt herrlich. Mögt ihr auch diesen Ort? Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr den auch so schön findet. Und dann gehen wir mal wieder zum Bike zurück. Mal gucken, was uns noch erwartet. Aber hier so der Weg, Leute, schaut mal, ist doch echt voll schön, oder? Ja. Ihr wisst, ich liebe das. So, und weiter geht's wieder.
Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr im Moment auch viel draußen seid und die Sonne genießt. Das würde mich mal interessieren, weil im Moment ist ja echt so schön. Es geht ja fast gar nicht anders, dass man zu Hause bleibt. Da muss man ja nach draußen. So, Natur pur, Leute. Die Blüten, die sind hier schon alle. Und hier geht's dann hoch. Da ist dann so ein Weg. Aber ich gehe jetzt mal mit euch hier hoch. Vorne sehe ich jetzt auch schon eine Family. Die sind auch unterwegs. Aber ja, ihr merkt, ich bin außer Puste. Aber ich bin jetzt auch schon ein bisschen gefahren. Und ja, seht ihr die Blüten im Hintergrund? Seht ihr das? Ja, aber es ist voll schön. Einfach voll wunderschön. So Leute, ich bin jetzt oben an diesem Weg angekommen. Und wisst ihr, was hier ist? Ein Grab, beziehungsweise ein Grabstein. Und das ist voll heftig gerade. Schaut mal. Seht ihr das? Ja, mit dem Foto. Also hier ist auf jeden Fall ein Philipp gestorben. Und ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Aber heftig, oder? Voll traurig. Ja. Und ja, wir gehen jetzt hier einmal zur Wiese. Und schaut mal, wie schön das hier im Hintergrund ist. Alles mit Blümchens. Das ist voll schön. Und hier, guckt mal. Es ist richtig, richtig toll. Diese Wiese ist so schön. Ich meine, als ich das letzte Mal hier war, ihr seht ja jetzt hier diesen Zaun. Der ist nicht da gewesen, als ich da war. Da konnte man so rüber. Und das wollte ich jetzt eigentlich mit euch auch machen. Aber keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal so hinten rum und dann schauen wir mal, wo wir da hinkommen. So. So, von hier können wir nämlich, Leute, ihr wisst gar nicht, wie hoch ich jetzt bin und wo ich gelandet bin. Hinter mir geht es steil nach unten und der Weg ist hier auch sehr holprig. Da ist ein riesen Steinbruch und den wollte ich euch eigentlich filmen. Also ich hoffe, wir kommen da jetzt auch hin, dass ich euch den zeigen kann. Und jetzt sind wir hier, ich glaube, genau am Rande, am Rande eines Wohngebiets. Hier ist neben mir auch noch ein Häuschen. Und Schafe, Leute, das sind Schafis. Schaut mal. So, seht ihr das da schon? Ja, ist mal was anderes, ne, Leute? Und ich muss sagen, heute sind wirklich sehr, sehr viele Leute unterwegs. Ich hätte das so nicht erwartet. Hier auf der Seite seht ihr das auch. Seht ihr diesen Berg? Das ist echt voll cool. Und es geht auf jeden Fall bergab. Bergab, hier ist so ein kleiner, so eine kleine Bucht, wo man so Häuschen machen kann. Und wenn wir hier runterschauen, seht ihr das? Da. Ja, ich nehme euch jetzt mit und dann fahren wir einmal außen rum und dann zeige ich euch mal, wie es von der anderen Seite aussieht. Weiter geht's. So, und da geht's steil bergab. Jo, da bin ich wieder, da bin ich wieder. Ich weiß gar nicht. Ich hatte eben so ein Gefühl, als hätte ich wieder ein Tier im Auge. Aber ist nicht, ist nicht. Aber es fängt jetzt langsam an mit den Mücken und Käferzeugs und all so, ja, Fliegegedöns.
Und beim Fahrradfahren nervt das. Ich habe ja an dem Helm, also ich zeige euch das mal, hier habe ich ja so ein Visier. Und ich mache das auch, wenn es jetzt zu doll irgendwie die Sonne scheint oder auch zu doll regnet, dann mache ich das immer runter. Und das ist dann so, dann braucht ihr nicht unbedingt eine Sonnenbrille oder sowas mitnehmen. Dann habt ihr das schon so dabei und das ist echt voll cool. Also der Helm ist ja von Uvex. Das ist der City 5. Hatte mich auch mal ein Abonnent gefragt, also da könnt ihr auf jeden Fall mal im Internet schauen, da findet ihr den bestimmt auch. Und ja, seht ihr, wie hoch das da geht? Die Berge. Aber schaut mal, das ist auf jeden Fall dieser Steinbruch, den ich euch zeigen wollte. Und dann hier unten auch so schön mit dem Moos und so, ne? Also ist echt richtig, richtig schön. Und die Leute, die jetzt vor mir sind, die sind mit ihren Kids da, die machen auch Fotos. Also es wird sehr, sehr oft fotografiert. Aber wie gesagt, ich bin ja schon Jahre, wirklich Jahre, Leute, nicht mehr gewesen auf dieser Seite, um den irgendwie mal aufzunehmen oder zu filmen oder so. Aber das ist echt richtig schön. So, meine Lieben, ich stehe jetzt direkt gegenüber von dem Berg. Da, schaut mal. Ja, also es ist wirklich mega hoch und ich schiebe jetzt mal mein Fahrrad rüber. Tudu. Ja, da ist Bikey. Genau, und Bikey steht jetzt vor diesem mega coolen Berg da. Ja, so riesig. Aber voll cool, Leute, oder? Auch hier so dieses Gestein mit diesem Moos. Ich finde das mega. Ich mag das sowieso total gerne, wenn alles so mit Moos zugewachsen ist. Und die scheinen hier auch ganz viele, seht ihr hier, die scheinen hier auch ganz viele Bäume abgeholzt zu haben. Aber ich finde, das sieht einfach mega aus. Hier mit diesem Berg und in der Sonne. Tada! So, meine Lieben, ich habe mir jetzt gedacht, wo wir hier schon stehen, gehe ich jetzt mal so ein kleines Stückchen hoch. Wir erklimmen jetzt mal diesen Berg. So. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Oh, da ist eine Hummel. So, und dann gehen wir mal hier oben lang. So. Seht ihr das? Und hier kann man dann so hoch gehen. Genau. Also wir gehen nur bis da. So. Jetzt stehe ich schon auf diesem kleinen Vorsprung. Dann kann man hier so runterschauen. Und gegenüber ist diese wunderschöne Wiese. Und ja, dann gehen wir mal weiter. Ich hoffe, ich komme hier auch rauf. So. So. So, und jetzt stehen wir hier an diesem coolen Felsen. Seht ihr das? Geht's aber tief rein. Ja, aber ist voll cool. Also, wenn man jetzt hier so steht, Leute, ist richtig schön, oder? Also, ich finde es mega. Ja, ihr seht auch schon, ich habe Farbe bekommen. Ich hatte die letzten Tage mega Sonnenbrand. Jetzt immer noch. Ich hoffe, das geht jetzt ein bisschen zurück. Also, falls ihr denkt, nein, ich war nicht im Süden, irgendwo im Sommerurlaub. Ich bin auf jeden Fall durch unsere Aprilsonne jetzt so gebräunt. Ja, aber ich finde es so schön. Ja, das ist echt voll schön. Ja. Ja, ich mag halt so Orte, auch so euch dann mitzunehmen und euch das zu zeigen. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Ihr seht da Felsen, Felsen, Felsen. Ich mache jetzt noch ein paar Bilder und dann geht es wieder nach unten, weil schaut mal, da unten ist Bikey. Da. So, meine Lieben, ich habe jetzt Fotos gemacht und jetzt begebe ich mich wieder nach unten. Ich hoffe, ich schaffe das. Aber hier sind zum Glück so kleine Wurzeln oder so, wo man sich dann einhaken kann. Zu zweit wäre es natürlich jetzt viel besser gewesen. Aber da habe ich jetzt auf jeden Fall ein paar schöne Fotos gemacht. Und ich hoffe, die sind auch was geworden und dass ich euch dann ein schönes dafür ins Thumbnail packen kann.
Und somit sage ich auch, das war jetzt so das Highlight vom Bikey-Vlog Nummer 3 in diesem Jahr. Schon, Leute! Habt ihr eigentlich auch bei euch so in der Gegend so Steinbrüche oder sowas? Dann könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Hier ist auch so eine mega steile Stelle. Ja. Und von... ich wollte ja eigentlich mit euch eben, als ich euch die Wiese am Anfang gezeigt habe, da wollte ich eigentlich mit euch genau da oben hin, um dann halt hier runterschauen zu können. Und ja, daraus ist leider nichts geworden, weil ja die Wiese da abgesperrt ist, warum auch immer. Und ja, schade. Guck mal, Leute, das haben die wahrscheinlich gemacht, weil sie gedacht haben, wir können hier ein Osterfeuer machen. Aber ist ja dieses Jahr auch nichts. Darf ja auch alles nicht gemacht werden. Und ja, so sieht das Ganze hier aus. Jo, so ist das. Und ja, meine Lieben, wir können jetzt da noch ein Stückchen weitergehen. Da mache ich mich auch wieder auf den Rückweg. Ich wollte jetzt auch nicht so Stunden filmen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon aufgenommen habe. Aber ja, hier ist es einfach cool. Dieser Ort ist einfach so richtig cool. Ja, und wir haben mal was Neues. Das ist ja auch immer schön. Ich bin wieder auf dem Bikey. Hier sind jetzt auch mehrere Wiesen. Und ich glaube, wir sind hier jetzt auch in so einem kleinen anliegenden Park. Ich weiß, Leute, ich weiß nicht, wohin uns der Weg heute führt. Oder das Ende des Videos führt. Aber wir schauen einfach mal. Ja, ihr seht schon, also es sind heute wirklich viele Leute unterwegs, alle am Spazieren gehen, die Families, wo man sonst ja nicht viel machen kann, jetzt wo dieses ganze Corona-Dings ist. Und ja, hier geht es auf jeden Fall steil runter. Rüt. Seht ihr, eben, als ich ja hier angekommen bin, da gab es ja diese Weggabelung und diese. Und wie das immer so im Film ist, kann man sich ja entscheiden, Leute. Und ich bin ja da rumgefahren. So, und jetzt haben wir eine große Runde quasi gemacht. Natürlich mit Zwischenstopps und so. Und sind da wieder rausgekommen. Also total cool. Und jetzt könnt ihr sagen, Divi ist perfekt gefahren. Ich habe nämlich genau den perfekten Weg ausgesucht. Und ja, jetzt geht's weiter. Oh, das ist alles holprig hier. Das ist alles holprig. Leute, ich mache jetzt hier erstmal Pause. Pause. Ja, wir machen mal Pause. So, Bikey stelle ich mal hier an. So. Tada! Leute, ich bin wieder so mega happy, heute draußen zu sein. Und schaut mal, das hier ist ein richtig cooler Stamm. Mega, oder? Ja, ist natürlich für mich immer schade. Ich finde das generell immer mega schade. Ich glaube, ich habe das schon in einem anderen Video gesagt, dass die Bäume immer abgeholzt werden. Ich denke immer so, Natur ist Natur und ich liebe das halt so. Und wenn man das dann hier so abgerodet sieht. Ich weiß, das ist nur ein bisschen jetzt hier und so. Und manches muss natürlich sein, wenn Bäumchen gestorben sind. Aber ja, ist auf jeden Fall immer schade. Aber ja, ich habe jetzt auf jeden Fall das erste Mal, gestern war es das erste Mal, dass ich ein kurzes Höschen angezogen habe. Und ja, ich habe jetzt meine Turnschuhe rausgesucht und meine Winterschuhe entsorgt. Und bei mir ist jetzt Summertime. Egal, ob noch kühle Tage kommen oder so, bei mir ist jetzt schon Sommer. Ja. Ich habe jetzt hier wieder meine Nikes an. Ich weiß, jetzt so zum Biken kann ich die jetzt nicht immer anziehen, weil sie halt weiß sind, Leute. Und ich bin eben von der Pedale abgerutscht. Seht ihr das? Ja, die wird aua. Ich blute. Oh, ich hoffe, ihr könnt Blut sehen. Ja, und ich habe das erste Mal jetzt wieder eine kurze Hose an.
Und ja, ich habe euch, glaube ich, schon mal gesagt, blaue Flecken, die passieren immer. Man rutscht ganz oft irgendwie von der Pedale ab oder wenn ihr das Fahrrad irgendwie schiebt durch den Wald oder so und schwupps, habt das dann im Bein schon. Ja, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch natürlich gut geht, dass alles bei euch okay ist und dass ihr auf jeden Fall gesund seid hoffentlich und die Tage genießt, so wie ich das jetzt mache. Und ja, Leute, wir müssen ja irgendwie alle das Beste aus allem machen und ja, ich bin trotzdem glücklich. Ja, ich genieße das einfach, Leute. Es ist so schön. Seht ihr die Sonne im Hintergrund? Wenn ihr die einfach mal so genießt und ja, einfach mal so ein paar Minuten in der Sonne liegt. Das ist echt, Leute, das ist so schön. Ja. Ihr hört wahrscheinlich jetzt auch ein paar Autos. Das liegt daran, dass hier in diesem Naturschutzgebiet angelegen hier so eine Autobahn ist. Aber ja, schaut ja nichts. Uns ist das egal. Ja. Aber ich liebe die Sonne, das einfach. Ich liebe es endlich wieder, kurze Sachen anzuhaben, Eis zu essen, braun zu werden. Leute, das ist doch was Schönes, oder? Ja, ihr seht das bestimmt auch alle ganz genauso. Und ich fand den Ausflug heute übrigens mit euch mega. Also mir hat das mega, mega viel Spaß gemacht. Es war so schön, jetzt ein bisschen so am Fluss zu sein und euch den Steinbruch zeigen zu können. Und auch die Fotos da und alles ist so schön geworden. Es war echt richtig toll. Ja. Seht ihr das? Hier. Das ist wie so ein Monster aus dem Sumpf-Ding. Ja, aber Schlamm. Ja, Schlamm. Vielleicht hat ja von euch einer Lust auf ein Schlammbad, auf ein Naturbad. Dann könnt ihr gerne mal bei mir in der Gegend vorbeischauen. Ich weiß dann Ställchen. Ja, das ist die Divi, Leute. Ja, und hinter mir, schaut mal, der Weg. Jetzt sind wir auch wieder an dem Fluss, wo wir eben ja schon waren. Aber eine Abkühlung brauche ich noch nicht. So warm ist es noch nicht. Aber vielleicht schauen wir ja noch mal im Sommer hier vorbei. Also wenn ihr das möchtet, dann fahre ich für euch noch mal hier hin. Dann können wir uns die Stelle noch mal anschauen. Und hier, Leute, glaube ich, ist ein Bikey-Trail. Seht ihr das? Das geht so irgendwie von da dann hier so runter und dem hier zu urteilen, diesem Hügel und so, sieht das aus wie ein Trail. Als ob das so sein muss. So, meine Lieben, wir sind am Ende des Videos. Ja, leider. Aber ich mache mich jetzt auf den Rückweg. Ich muss auf jeden Fall jetzt was trinken und duschen und dann esse ich noch ein kleines Eis. Und ja, dann ist der Tag auch schon fast vorbei. Leider, ja, die Zeit geht irgendwie auch im Moment so schnell vorbei, wenn man so viel draußen ist. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat, dass euch die Orte gefallen haben, zu denen ich euch heute mitgenommen habe. Und vielleicht fahren wir hier nochmal zusammen hin, dann zeige ich euch mal, wie das aussieht, wenn das so alles zugeblüht ist und so und bewachsen ist. Und bis dahin wünsche ich euch einfach noch einen super, super schönen Tag. Genießt die Sonne, solange die Sonne scheint, Leute. Geht nach draußen und dann bleibt gesund. Fühlt euch von mir ganz fest gedrückt und wir sehen uns wieder beim nächsten Video, meine Lieben. Bis dahin,